Schaut mal, Leute, Lisa hat sich eingepinkelt. Das stimmt nicht. Doch, schaut mal auf ihre Hose. Mann, ist das peinlich. Das ist ja ekelhaft. Bäh, Lisa, was ist los mit dir? Du bist echt gemein. Warum hast du das allen erzählt, Miriam? Das ist echt fies. Ich kann doch nichts dafür. Lisa hat sich eingepinkelt, nicht ich. Wir sollten zu Lisa gehen. Ihr geht es bestimmt nicht gut. Dafür wirst du bezahlen, Miriam. Dafür wirst du bezahlen, Miriam. Kommt schon, Leute. Was ist hier los? Lassen wir uns von Lisa nicht die Stimmung versauen. Weiter geht's mit der Party. Woo! Es ist 20.15 Uhr. Die Kinder sind immer noch nicht da. Gib ihnen noch ein paar Minuten, Schatz. Sie sind bestimmt gleich da. Wenn sie in 5 Minuten nicht da sind, gibt es richtig Ärger. Wenn sie in 5 Minuten nicht da sind, gibt es richtig Ärger. Siehst du Lisa irgendwo? Nein, ich sehe sie nicht. Hast du eine Idee, wo sie sein könnte? Wahrscheinlich ist sie weggelaufen, weil ihr das Ganze so peinlich war. Dann müssen wir sie suchen. Die arme Lisa ist ganz allein. Ich habe eine Idee, wo sie vielleicht ist. Ich habe eine Idee, wo sie vielleicht ist. Komm mit, Sarah. Zum Glück bin ich nicht mehr auf der Party. Das war echt peinlich. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich will einfach nur nach Hause. Ich glaube, ich muss einfach nur geradeaus. Kannst du glauben, was mit Lisa passiert ist? Normalerweise ist sie nicht so. Also, ich kenne sie nicht so gut. Aber das war schon echt peinlich. Und ekelhaft. Du hast schon recht. Sag mal, seid ihr eigentlich noch zusammen? Sag mal, seid ihr eigentlich noch zusammen? Ja, aber es läuft schon seit längerem nicht so gut. Ach, wirklich? Wie schade. Es ist 20.30 Uhr. Jetzt reicht es. Ich werde zur Party fahren. Samuel und Lisa können sich auf etwas gefasst machen. Samuel und Lisa können sich auf etwas gefasst machen. Bitte bleib ruhig, Schatz. Ruhig bleiben? Ich wollte von Anfang an nicht, dass sie auf die Party gehen. Du hast uns den Schlamassel eingebrockt. Jetzt muss ich es wieder ausbaden. Was machen wir hier? Lisa müsste in diese Richtung gegangen sein. Ja, aber ich sehe sie nirgendwo. Das sind Fußspuren. Sie führen in den Wald. Das muss Lisa sein. Lass uns den Spuren folgen, Samuel. Lass uns den Spuren folgen, Samuel. Wollen wir zusammen tanzen, Markus? Okay, warum nicht? Wow, du kannst wirklich gut tanzen. Danke, Miriam, du auch. Dein Outfit ist auch schön. Findest du? Eigentlich trage ich immer dasselbe. Eigentlich trage ich immer dasselbe. Ja, du siehst super aus. Was denken sich Samuel und Lisa dabei? Ich sitze zu Hause und mache mir Sorgen, während sie auf irgendeiner Party sind. Das ist die letzte Party, auf die beiden gehen. Hey Lisa, ist alles okay? Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Wie ist das passiert? Du warst doch kurz davor auf Toilette. Du warst doch kurz davor auf Toilette. Ich weiß es nicht.
Ich habe dieses komische Getränk von Miriam getrunken. Und dann? Dann was? Plötzlich musste ich ganz dringend auf Toilette. Ist das normal? Nein, irgendetwas stimmt hier nicht. Meinst du etwa, Miriam hat dir etwas ins Getränk getan? Meinst du etwa, Miriam hat dir etwas ins Getränk getan? Ja, genau das meine ich. Das werden wir ihr heimzahlen. Als erstes müssen wir herausfinden, ob es stimmt. Wir werden sie bestrafen. Wir müssen zurück auf die Party. Oh, das war anstrengend. Das kannst du laut sagen. Ich verbringe wirklich gerne Zeit mit dir, Markus. Ich auch, Miriam. Wir sollten mal zusammen ein Eis essen. Wir sollten mal zusammen ein Eis essen. Das ist eine gute Idee. Laura und Miriam sind an allem schuld. Dafür werden sie bezahlen. Hier ist die Party. Jetzt bekommen die zwei richtig Ärger. Was hast du getan, Miriam? Schaut mal, da ist die Bettnässerin wieder. Schaut mal, da ist die Bettnässerin wieder. Du hast mir etwas ins Getränk getan. Ich weiß nicht, wovon du redest. Was kann ich dafür, dass du deine Blase nicht unter Kontrolle hast? Ich werde dich verprügeln. Lisa, Samuel, was ist hier los? Ihr solltet um 20 Uhr zu Hause sein. Es tut mir leid, Papa. Ihr kommt jetzt sofort mit nach Hause. Das wird noch ein Nachspiel haben. Das wird noch ein Nachspiel haben. Markus, kommst du mit? Nein, ich bleibe noch ein bisschen hier. Ich leiste dir Gesellschaft, Markus. Mach's gut, Lisalein. Einen Tag später. Wie sollen wir beweisen, dass Miriam mich reingelegt hat? Wir haben nichts gegen sie in der Hand. Doch, das haben wir. Was meinst du? Ich habe das Getränk geklaut. Und was machen wir jetzt? Ich werde es trinken, dann sehen wir, was passiert. Ich werde es trinken und dann sehen wir, was passiert. Sicher? Ja, los geht's. Und wie geht es dir? Nicht gut, ich habe Bauchschmerzen. Ich muss sofort auf Toilette. Das Getränk funktioniert also noch. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, was wir machen. Miriam hält heute doch einen Vortrag in Mathe, oder? Ich glaube schon. Was hast du vor, Lisa? Ich gebe ihr einen Schluck von ihrer eigenen Medizin. Ich gebe ihr einen Schluck von ihrer eigenen Medizin. Danke noch einmal für die Einladung, Miriam. Die Party gestern war echt cool. Sehr gerne, Markus. Schön, dass du gekommen bist. Na, schau mal, wer da ist. Wenn das nicht Lisa die Bettnässerin ist. Du hast mich reingelegt, Miriam. Du hast mich reingelegt, Miriam. Das wirst du bereuen. Hast du dafür Beweise? Ich glaube wohl eher nicht. Die brauche ich nicht. Ich weiß, was du getan hast. Du erfindest schon wieder Märchen, Lisa. Jetzt lass mich in Ruhe. Ich will mit Markus reden, nicht mit dir. Ich will mit Markus reden, nicht mit dir. Das ist meine Chance. Ein paar Tropfen reichen aus. Das sollte reichen. Ich muss jetzt los. Mein Vortrag fängt gleich an. Bis dann, ihr Loser. Bist du bereit für deinen Vortrag, Miriam? Ja, Herr Kunze, ich trinke nur kurz einen Schluck Wasser. Ja, Herr Kunze, ich trinke nur kurz einen Schluck Wasser. Haha. Ich erzähle euch heute etwas über Albert Einstein. Albert Einstein war... Hä?
Oh nein, ich muss dringend auf Toilette. Was war mit Albert Einstein, Miriam? Was war mit Albert Einstein, Miriam? Ich kann es nicht mehr halten. Mist, ich habe mir eingepinkelt. Schaut mal, Leute, Miriam hat sich eingepinkelt. Wie peinlich. Das ist wirklich ekelhaft. Frage an euch. Worüber hält Miriam einen Vortrag? A. Elon Musk, B. Nikola Tesla oder C. Albert Einstein? Schreibt einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.